Hello und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Remnants of the Fallen Forest Kingdom hier in dem Level Mystical Forest. Auch wenn das Ganze hier gerade nicht so danach aussieht, wir sind nämlich jetzt in einem Tempel gelandet. Aber bevor wir jetzt hier loslegen, kündige ich gerne an dieser Stelle mal an, dass es jetzt hier eine Doppelfolge geben wird und wir in der nächsten Folge dieses Spiel auch komplett abschließen werden. Wir müssen uns nämlich jetzt hier mal ein bisschen ranhalten, weil nämlich ein letzter Test in den Startlöchern steht. Und zwar hatten wir letztes Jahr schon mal von dem Sascha das Tomb Raider Nadlas Quest getestet. Und auch dieses Jahr wird es wieder ein Spiel von ihm geben. Ein Tomb Raider 2 Spiel, so viel kann ich schon verraten, was wir jetzt dann am nächsten Wochenende anfangen zusammen zu testen. Auch da habe ich vor, Doppelfolgen mal aufzunehmen, also jeden Freitag und Samstag wird eine Doppelfolge von diesem Let's Test kommen. Das ist der Plan, damit wir da auch gut vorwärts kommen. Also, wir haben viel zu tun und deswegen schnacken wir hier nicht lang und legen direkt los in diesem Raum. Ja, mehr oder weniger, weil wir müssen erstmal hier uns das Ganze anschauen. Wir haben hier auf dem Boden ein paar Plattformen und haben hier eine Tür, auf der auch etwas aufgezeichnet ist. Und ich schätze mal, dass wir die Blöcke irgendwie so schieben müssen, dass wir diese Tür und vielleicht sogar die draußen aufbekommen. Wir gucken uns gerade mal auch mal an, was draußen steht. Ach, das ist dieselbe Tür. Okay. Ich dachte, da wären vielleicht unterschiedliche Zeichen drauf, dass man dann die Blöcke dahin puzzeln muss. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Das heißt, wir probieren jetzt einfach mal... Oder was wir auch probieren können, ist... die Blöcke auf gleiche Fliesen zu stellen. Gibt es da ähnliche oder gleiche? Bis jetzt fällt mir gerade nichts Doppeltes auf. Die sind alle unterschiedlich, oder? Ich glaube, die sind echt alle unterschiedlich. Ja, dann probieren wir es einfach mal und ziehen die Blöcke einfach mal hier drauf. Wir gucken mal, ob irgendwann was passiert. Weil ich sehe jetzt noch kein System gerade an dieser Stelle. Deswegen probieren wir es jetzt einfach mal random aus. Höchstens, dass wir vielleicht später nochmal auf die Wandmalereien schauen sollten, dass die uns noch irgendwie einen Hinweis geben. Wie das hier jetzt zum Beispiel. Da haben wir ja zwei. Das heißt, der auf dem Bauch liegenden, das wäre der da hinten. Und der mit diesen Wellen, die nach oben zeigen, das wäre der. Dass wir diese Kombination machen müssen, um die Tür zu öffnen. Das könnte ich mir vorstellen. Probieren wir es einfach mal. Wir können ja nichts verlieren. Doch, wir können was verlieren, und zwar Secrets, wenn wir da irgendwas falsch machen und irgendwelche Secrets verpassen. Das wäre natürlich schlecht. Das hoffen wir natürlich nicht. Ich will nämlich auch in diesem Level alle Secrets haben. Das ist echt mein Ziel, das hier zu packen. Da habe ich jetzt echt den Ehrgeiz. Im letzten Level haben wir es ja auch hinbekommen. Zwar gerade so und mit viel Glück, aber wir haben es geschafft. Und das hat sich gut angehört. Das heißt, das speichern wir direkt auch mal ab. Und ich will trotzdem noch mal schauen, ob wir draußen auch noch Zeichnungen haben, die vielleicht ein Hinweis darauf sind, wie man diese Tür öffnet. Aber das ist nicht der Fall. Doch hier. Weiß ich aber nicht, ob das was zu sagen hat. Es wäre nämlich das hier. Das können wir dann nochmal versuchen, da was drauf zu schieben. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. Ach, da ist ein Hebel. Und der öffnet das doch von alleine. Das heißt, alles entspannt. Und wir können diesen Raum jetzt hier sozusagen verlassen. Juhu, das hat auch schon mal geklappt. Ich freue mich. Und jetzt kommt hier ein Typ. Oh, doch, so welche hier. So, den einen hätten wir. Oh, wir haben keine Munition mehr. Aber was mir gerade einfällt... Wir haben ja jetzt die Uzis. Da können wir die doch nehmen. Die haben wir doch jetzt am Start. Also, nehmen wir die. Und nochmal ein großes Medipack.
Weil das Vampir-Girl hat sich beschwert, dass ich zu viele kleine Medipacks nehme und keine großen. Dann nehme ich halt große. Juhu. Habt ihr das gesehen, was wir gerade gefunden haben? Ich freue mich mega. Wir haben nämlich eine neue Waffe. Das heißt, wir sind nicht nur auf die Uzis angewiesen, sondern können auch die Automatik benutzen. Also jetzt kann ja nichts mehr passieren. Sehr gut. Ich freue mich. Das hat sich gelohnt, dass die Gegner da waren. Danke, dass ihr da wart und uns töten wolltet. So, dann können wir nämlich jetzt hier weitergehen und versuchen mal auf den Bäumen ein bisschen rumzuklettern, um auf die andere Seite zu kommen. So, Frage ist, wie am besten? Geht es von hier? Ja, es geht. Frage ist nur, war das die richtige Seite? Macht das Sinn? Das werden wir gleich herausfinden. Wir hätten nämlich vielleicht sogar darüber eher gesollt. Aber vielleicht kann man auch von hier aus darüber springen. Das geht nämlich. Da ist sowieso nichts zu holen. Und da war noch die Stelle mit dem Medipack. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Das lassen wir da nicht vorkommen. Die Frage ist nur, ob wir von da unten auch wieder auf den Baum draufkommen oder ob wir nochmal außen rum müssen. Aber das werden wir ja dann sehen. Jetzt haben wir auf jeden Fall das eine Medipack schon mal am Start. Und versuchen das jetzt einfach mal, da drüben dran zu springen. Ansonsten gehen wir halt nochmal schnell außen rum. Ich meine, so ein krasser Umweg war es jetzt auch nicht. Aber das könnte gehen. Kann mir vorstellen, dass das funktioniert. Ja, das funktioniert. Wir müssen nur den Sprung noch ein bisschen geschickter ausüben. Und dann läuft das schon. Das war, glaube ich, gerade noch ungeschickter. Und jetzt haben wir zu spät die Handlungstaste gedrückt. Und in der Zeit wären wir wahrscheinlich auch wirklich nochmal außen rum gelaufen. Wir probieren es jetzt noch einmal. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann probieren wir es außen rum. Aber müssen wir nicht, weil es hat geklappt. Und vielleicht wäre es sogar einfacher gewesen, wenn wir auf den hier gesprungen wären. Aber nachher ist man halt immer schlauer. So. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Schöne Höhenmusik hier. Da ist eine Tür. Und ein Fluss. Hier ist aber noch kein Gold. Hier ist ein normaler Fluss. So, Frage ist, wo zieht uns das jetzt gerade hin? Ach, zu einem Schlüssel. Sieht wichtig aus. Oh, da liegt sogar noch was. Aber erst nochmal hier die dunklen Ecken ausleuchten. Nicht, dass da noch irgendwo in der Dunkelheit ein Secret schlummert. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn wir das liegen lassen würden. Da ist auch eine Ecke, aber da kann man nicht hin. Aber wir haben sie gesehen. Jetzt gucken wir da nochmal kurz hin, da ist aber auch nichts. Und jetzt, Lara, dein Text. Aha. Aha. Immer wieder schön. Nee, mehr ist hier, glaube ich, gar nicht. Das heißt, wir tauchen jetzt hier gerade nochmal ab. Und ich hoffe, dass wir auch da zurücktauchen können. Und dass da die Strömung nicht zu stark ist. Dass wir da überhaupt wieder zurückkommen. Aber ihr seht, da ist eine Strömung, gegen die wir da ankämpfen müssen. Die uns nicht vorbeilässt. Das heißt, gibt es hier noch einen anderen Weg raus? Den hätten wir doch jetzt gesehen, oder? Okay, gucken wir nochmal. Ach, hier! Ja. Seht ihr? Ich muss genauer schauen. Wenn das jetzt ein Secret gewesen wäre, hätte ich das voll verpennt. Das wäre schlecht gewesen. So, und jetzt kommt man wahrscheinlich außen rum. Nach da vorne. Da ist auch eine Platte, die wir irgendwie hochmachen müssen. Frage ist nur... Ja, gute Frage. Ob wir da jetzt ins Wasser springen können und von da hinten vielleicht gegen die Strömung anschwimmen können oder da gar keine ist. Aber da ist eine, definitiv. Aber ich will gerade nochmal was ausprobieren.
Aber da kann man nicht rein. Das ist da irgendwie so ein Gang wäre zum Langschwimmen. Ist aber nicht so. Dann versuchen wir es mal da drüben. Auch das geht nicht. Aber ich habe noch was anderes entdeckt. Und zwar hier. Ist das eine Angelstrecke? Nee, sieht nur so aus. Okay. Oder haben wir hier noch einen Schalter übersehen, der diese Platte hochfährt? Mach jetzt nochmal eine Fackel an. Ich meine, wir laden das dann eh wieder. Da oben ist auf jeden Fall nichts. Nee, dann laden wir das wieder, weil da habe ich jetzt nichts gefunden. Wie kommt man da jetzt am geschicktesten rüber? Das ist jetzt die Frage. Gute Frage, nächste Frage. Kann man von hier bis auf diese Rampe da springen? Oder ist das zu weit? Ah, wir müssen, glaube ich, eine Kurve springen. Dann kommt man da hin. Aber dafür haben wir ja eigentlich eine Platte, ne? Dass wir das nicht machen müssen. Aber ich weiß halt nicht, wie man die Platte hochfährt. Man bleibt da sowieso irgendwie hängen. Ja, das funktioniert nicht. Hier ist keine Strömung. Okay. Aber da. Okay, nur unter der Plattform ist keine Strömung. Hier kann man sogar raushüpfen. Ja, das ist jetzt ein Bug, der sehr witzig ist. Lara, hör auf damit. Wir haben keine Zeit. Aber ich habe trotzdem eine Idee. Nochmal hier hin. Weil da haben wir ja festgestellt, ist keine Strömung. Aber da ist auch kein Schalter. Schade, schade. Jetzt kriegt man hier wieder so viele Steine in den Weg gelegt. Ich sehe auch echt die Lösung gerade nicht. Ich sehe auch echt die Lösung nicht. Wir haben doch jetzt hier nichts übersehen. Sind wir oft genug hier lang gewatschelt. Kann man wieder nach oben? Ich glaube, das müssen wir aber von der anderen Seite. Da, wo die Tür war. Vielleicht haben wir da oben was übersehen. Da. Aber kommt man da wieder hin? Also hier kann man auf jeden Fall stehen. Idee. Wenn wir jetzt hier hinspringen, geht das dann automatisch auf? Nein, hätte ja sein können. Diese Platte muss hoch. Aber wie? Vielleicht ist doch hier oben irgendwo ein Hebel. Ach, der Schlüssel muss hier rein. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Der muss da rein. Alles klar. Gut zu wissen. Ich habe gerade Schritte gehört, aber ich glaube, das waren unsere eigenen. Oh. Nicht gut. Das war gar nicht gut, Leute. Düdüm, würde ich mal sagen. Aber ist ja nicht schlimm, weil wir haben ja nichts geschafft, außer die Tür aufgemacht. Und Türen aufmachen, das mache ich gerne. Das kann man auch nochmal ein zweites Mal tun. Das ist nicht schlimm. So, dann schauen wir mal da rein. Ich glaube, ob man da irgendwie heil runterkommt. Oder erstmal ins Nichts springen muss. Ah! Verstehe. Das ist eine unsichtbare Plattform. Deswegen springen wir einfach in den Tod. Wir vertrauen blind auf unsichtbare Plattformen. Nee, das hat schon mal geklappt. So, die nächste. Wo ist die? Da auf jeden Fall schon mal nicht. Oh, das ist ja jetzt gemein.
Da ist sie. Das ist ja echt fies. Gut, nächste Platte. Oh, und jetzt sind wir wieder runtergefallen. Aber mich würde mal interessieren, ob da unten auch irgendwas ist. Ich meine, wir haben ja volles Leben. So, da kann man doch mal testen, ob da unten was ist. Sieht aber irgendwie nicht so aus, ne? Hätte aber ja sein können. Wir probieren es gerade nochmal auf der anderen Seite. Da sieht man jetzt aber auch nichts. Wenn dann Secret wäre, würde das, glaube ich, schon schimmern. Also, vernachlässigen wir das und ziehen diesen Hebel hier. Ah ja. Ist nur die Frage, ist das ein Zeitding gewesen? Wir laden das nochmal. Wir speichern das mal vor dem Schalter. Dann machen wir es erstmal in Ruhe. Und wenn Ruhe keine Lösung ist, dann machen wir es nochmal. Auf Zeit. Aber jetzt probieren wir es erstmal in Ruhe. So. Ganz in Ruhe. So, und zurück. Und dahin. Oh. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall nochmal einen Ticken sicherer, dass da kein Secret schlummert. Was mich sehr beruhigt. Obwohl das gar nicht schlecht war, auch für einen Speedrun gerade. Speichere es jetzt einfach mal, man weiß ja nie. Und jetzt sind wir natürlich wieder im Wasser gelandet. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir auf der schrägen landen, auf der man stehen kann. Das ist die hier. Nicht, noch nicht ganz. Aber fast. Die hier. So. Dann. Hier hin. Und da dran. Ah, da fehlt aber jetzt ein Stück. Da fehlt jetzt ein Stück. So, da müssen wir jetzt ganz genau aufpassen, wie wir da jetzt am besten springen. Obwohl, am besten springen wir gar nicht. Sondern machen das von außen, das ist ja viel entspannter. In der Hoffnung, dass es jetzt keine Zeitgeschichte ist. Und dann hätten wir zu viel Zeit verlöscht. Ja, das ist der typische Klassiker. Lara schmeißt eine Fackel weg und vernachlässigt ihre anderen Pflichten. Kennen wir ja. Aber ich glaube, der Creator war mal nett und hat hier kein Zeitspiel eingebaut. Ja, sehr, sehr freundlich. So, dann haben wir es endlich hier rüber geschafft. Können jetzt auch, ich will nochmal kurz gucken, 35, das ist gut, da können wir ganz viele Fackeln nutzen. Müssen nicht sparen. Okay, das war doof. Da irgendwie in diese Ecke reinkommen. Das wird jetzt auch so ein verkanteter Sprung. Wo wir, glaube ich, ein bisschen ausprobieren müssen. Ach, Fackel muss angezündet werden und dann springen. Das wollte ich sagen. So. Ah ja, hier geht es jetzt auch rum. Da kann man auch hin. Und dann haben wir nämlich diesen kleinen reißenden Strom überquert. Soweit ich weiß, erfolgreich. So, und das restliche Stückchen können wir auch hangeln. Gucken wir nur noch mal, ob hier im Wasser nicht noch ein Geheimnis versteckt ist, bevor wir diese Stelle verlassen. Irgendwie, dass man vielleicht doch hier irgendwo reinschwimmen kann. Oder reinspringen kann. Aber das hier ist alles komplett Strömung. Gut, dann haben wir den Teil geschafft und können hier weitergehen. Oh, ich habe das Gefühl, dass gleich Spinnen kommen. Und das kann ich ja gar nicht ab. Wieso ist hier so eine Stelle zum Hinstellen? Ah ja, hier kann man stehen. Schön. Cool. Ich habe Angst, dass jetzt Spinnen kommen. Wir speichern lieber nochmal ab. Ich habe Angst.
Angst, dass jetzt hier gleich eine Spinne auf uns wartet. Überleg gerade, ob man vielleicht hier nochmal... Dann da drauf. Und darüber irgendwie. Ich würde gerne mal hier drauf. Das geht doch bestimmt. Vielleicht sogar hier auch. Eher weniger. Weil die Idee ist, von hier durch das Loch durchzuspringen. Aber das ist wahrscheinlich Levelende. Aber das gab es schon mal irgendwo. Deswegen, aber wir probieren das jetzt nicht aus. Das ist mir jetzt doch zu weit hergeholt. Gehen wir mal weiter. Oh, was kommt denn jetzt hier? Mystical. Jetzt kommen wieder Mönche wahrscheinlich. Den Schritten nach zu urteilen, sind es welche. Es ist eigentlich so dunkel hier. Will uns das was sagen? Gerade? Ich weiß es nicht. Achso, ich wollte nochmal gucken. Hier brauchen wir einfach... nichts. Hier brauchen wir einfach nichts. Nein, ich meinte jetzt einen Schlüssel oder irgendwas, aber das geht wahrscheinlich von woanders auf. Mit einem Schalter oder so. Und da ist er ja schon, unser Freund. Hello. Nett, dich hier anzutreffen. Hier sind auch Fackeln, weil es so düster ist. Können wir gut gebrauchen. Und hier alles so ganz altherkömmlich. Sehr schön. Diese Musik ist auch immer wieder so schön und ich finde, es passt einfach zu diesen Mönchen. Ich stelle mir richtig vor, wie die zusammenstehen und im Chor singen. Oh je, hier geht es auf jeden Fall nochmal weiter. Ich glaube, den Gang machen wir dann mal anders. Schauen wir uns erstmal hier lieber in diesem Komplex, in dem Hauptbereich um. Ich glaube, das war jetzt alles nur Vorgeblänkel und das ist jetzt hier unser... Oh, hier ist sogar schon flüssiges Gold. Tja. Genau, das ist jetzt, glaube ich, hier das Levelzentrum, könnte ich mir vorstellen. Und da brauchen wir wieder mal einen Schlüssel. Das hat der Creator anscheinend wirklich gerne mit den Schlüsseln. War im letzten Level ja auch schon so. Und hier geht es auch wieder in diesen Wald hinein. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Auch das stellen wir jetzt erst nochmal zurück. Wir gucken uns jetzt erstmal wirklich diesen Hauptbereich an, dass wir hier nicht durcheinander kommen. Und dann irgendwie Probleme kriegen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal... Oh, ob das eine gute Idee war? Nein, war sie nicht. Aber wir haben ja noch nicht viel verloren jetzt. Ah ja, jetzt sind wir wieder hier. Es kommt aber diese schöne Mönchsmusik nochmal. Da können wir die jetzt nochmal so richtig genießen. Und uns dabei ein bisschen weiter umschauen. Hello. Again. Kann man mittlerweile schon sagen. Aha. Ist sehr, sehr schön gemacht hier. Für Tomb Raider 2 echt schön. Und wir probieren dann auch, wenn die schöne Musik rum ist, mal aus, was passiert, wenn wir in dem flüssigen Gold sterben. Ob wir drauf liegen bleiben, so klassisch, Tomb Raider 2 mäßig, oder verbessert darin versinken und sterben. Gibt es ja verschiedene Techniken, das umzusetzen. So, hier gibt es jetzt sogar nochmal ein Medipack. Aha. Natürlich wird hier auch gebetet mit Kerzen und Gebetshockern. Darf natürlich hier nicht fehlen bei den Mönchen, das ist ja vollkommen klar.
Können wir auch mal versuchen, auf das Dach drauf zu springen? Das geht aber von hier aus, glaube ich, nicht. Aber auf irgendeinem Dach liegt bestimmt ein Secret. Macht der Creator ja anscheinend gerne, haben wir festgestellt das letzte Mal. Das war echt tricky. Und ich habe echt das Gefühl, dass wir das diesmal nicht schaffen, den Golden Skull zu finden, weil der so krass schwer war im letzten Level, dass ich mir das einfach nicht vorstellen kann. So, jetzt sind wir gerade dabei, hier dran hochzuspringen. Oh, oh. Ich glaube, wir sollten nochmal speichern. Dass wir nicht hier alles nochmal aufheben müssen. Ah ja. Da kann man dann auch versuchen, mal später hochzukommen. Also das merken wir uns auch einfach mal. Wir müssen uns jetzt erstmal hier einen Überblick verschaffen. Okay, also hier scheint da nichts weiter zu sein, da kann man hoch. Alles klar. Hier ist jetzt dieses Hauptgebäude. Was sehr, sehr schön ist, finde ich. Weil es auch so Tomb Raider 1 Elemente hat. Was mir sehr gut gefällt. Und wollten auf der anderen Seite nochmal über die Rampe versuchen, auf das Dach zu kommen. Aber jetzt können wir erstmal oben lang spazieren. Einfach, weil wir es können. Und dann haben wir es zumindest schon mal gesehen. Ja, und dann dürfen wir uns überlegen, wo fängt man hier an? Weil das ist auf jeden Fall jetzt so eine Frage. Es gibt viele Möglichkeiten. Und hier muss dann auch was rein. Wir brauchen irgendwie 3 Diamanten. Wir haben auch schon 3 Wege. Vielleicht finden wir da überall einen davon. Und die müssen dann da rein. Das macht auf jeden Fall schon mal Sinn. Es wundert mich gerade nur, dass wir hier keine Gebetsrollen finden. Aber das kann ja auch alles noch kommen. Aber ich glaube, das ist doch hier sogar ein Geländer aus der Zisterne von Tomb Raider 1, oder? Finde ich spannend. Kann man ja schon mal so auf die Dächer gucken, ob da was versteckt ist. Und da brauchen wir uns nämlich auch nicht so einen Stress machen, wenn da nichts ist. Sieht mir aber irgendwie auch nicht so aus, tatsächlich gerade. Schade, dass wir kein Fernglas haben. Das gibt es hier erst ab Tomb Raider 4. Sonst könnten wir da schon mal gucken. Aber irgendwie, ich glaube, da hinten kann man schon irgendwie drauf. Das probieren wir jetzt erstmal aus. Das will ich jetzt wissen. Ich bin noch getriggert vom letzten Level. Mit dem Dach. Aber hier kommt man auf jeden Fall nicht rüber, das ist zu buggy. Wir können es aber von unten nochmal versuchen, weil wir wissen jetzt, was hier oben rein muss. Und dass wir hier oben gerade eh nicht weiterkommen. Man kommt auch nicht weiter hoch. Also haben wir das jetzt gesehen und es ist okay. Ist für mich jetzt erstmal erledigt. Können wir jetzt hier so ein bisschen rumlaufen. Gut, jetzt probieren wir erstmal das mit dem Gold. Ah, okay, man stirbt darauf. So ganz klassisch Tomb Raider 2 mäßig. Aber es ist ja auch ein Create a Classic, da muss es ja so sein. Da kann es ja gar nicht anders sein. So, das hätten wir jetzt tatsächlich mal testen können, ob man da sich hochziehen kann. Können wir auch immer noch tun. Aber jetzt machen wir erstmal das hier. So. Weil da kommt man, glaube ich, sonst nicht hoch, oder? Ja, und da kommt man nämlich von hier darüber. So. Jetzt muss hier aber auch ein Secret sein. Am besten das Gold, der Golden Skull. Weil der ist immer am schwersten. Aber hier ist einfach gar nichts, oder? Aber man sieht dann auch wenigstens, dass da hinten drauf nichts ist. Da ist wirklich nichts. Oder kann man sich irgendwo hier reinlassen? Auch nicht. Aber warum kann man dann hier drauf? Warum ist das so? Da kann man nicht durch. Da hört das Level einfach auf. Warum kann man hier drauf? Man kann sogar hier laufen. Seht mal an. Haben wir da unten eigentlich jetzt schon drin? Ich weiß es gerade gar nicht. Können ja mal gucken. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum man auf das Dach drauf kann, wenn da nichts ist. Das finde ich schade.
Achso, da ist eine. Ja, genau, da muss der Schlüssel rein. So war das. Nein, Medipack wollen wir jetzt nicht nehmen. Das kann doch jetzt hier nicht zum Spaß sein. Hier kann man auch gar nicht lang. Das triggert mich jetzt schon wieder. Was soll denn das? Frechheit, hier ist einfach nix. Da ist wirklich nix. Okay. Ja, dann haben wir diese zwei Waldgänge. Wir brauchen hier einen Schlüssel. Hinten haben wir ein Tor im Wald. Und was wir jetzt einfach mal versuchen, ist hinten diesen Brocken hochzuspringen. Und das kommt mir auch sehr bekannt vor aus einem Tomb Raider Teil. Ich weiß gerade nicht welcher. Ich wollte gerade zwei sagen, aber ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ob es zwei ist oder ob es nicht sogar Tomb Raider 3 oder 1 ist. Oder 4. Ich habe hier so ein Hin- und Her-Gehopse vor Augen. Ich meine, es ist Tomb Raider 2. Wie an Deck oder so gibt's doch sowas. So Sprunggeschichten. Da erinnert mich das dran. Tomb Raider 4 auf der Pyramide natürlich. Tomb Raider 3. Kaya in Themse gibt sowas ähnliches. Tomb Raider 1 weiß ich jetzt nicht. Da kommen die Kugeln her. Da gucken wir jetzt auf jeden Fall auch mal rein, ob da oben vielleicht eine Nische ist. Die ein Secret versteckt oder so. Man weiß ja nie. Seht ihr, da oben kann man nämlich rein. So. Dass ihr es nur mal wisst. Bäm. Und? Ich bin ganz neugierig. Okay, hier ist ein langer Gang. Halleluja. Ja. Das ist sogar der Golden Skull, Leute. Das ist der schwerste, oder? Yes. Yes, yes, yes. Aha. Erstes Secret im Pedo. Läuft. Ich freue mich. Cool. Das hat sich doch schon mal wahnsinnig gelohnt, hierher zu kommen. Jetzt müssen wir nur noch die anderen zwei finden. Und die sind ja tendenziell einfacher. Die Münzen und die Barren. Ich glaube, die Barren haben so eine mittlere Stufe und die Münzen sind am einfachsten. Ich glaube, so war das immer. Und da haben wir doch das schwerste Secret schon mal in der Tasche. Wenn das so ist. Wenn meine Theorie stimmt. Und da freue ich mich gerade sehr drüber. Cool, juhu. Ein Erfolgserlebnis. Jetzt sehen wir auch wieder was. Und können ganz froh und munter wieder hier runter. Hat sich sogar gereimt. Bin begeistert. Da ist auch so ein Loch in der Decke, aber ich glaube, da kann man jetzt schwer hin. Ja, wir laden das jetzt nochmal. So, Secret haben wir. Das ist wichtig. Nett, dass wir das liegen lassen. Und nochmal eine Fackel. An Start bringen. So. Wo ist der Ausgang? Ich habe eine Orientierung verloren. Da. Aber in dem anderen Loch wird nichts sein. Wenn das jetzt der Golden Skull war, der andere ist ja schwerer. Aber das kann auch gerade sein, dass er denkt, wir denken so. Und deswegen... Wir denken, dass er denkt, dass er denkt oder so. Wisst ihr, was ich meine? Aber da ist, glaube ich, nichts. Wie soll man denn da hinkommen? Alles klar. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier erfolgreich oben angekommen. Und können hier lang. Jetzt hätten wir andersrum rutschen sollen. Krieg gerade Angst. Aber okay, wir sind safe gelandet. Hab nur Angst, dass wieder gleich diese Viecher um die Ecke kommen und einen erschrecken. Diese Yetis. Ja, ich wusste es. Ich hab das gespürt. Krass. Ich hab das echt gespürt gerade. Wahrscheinlich, weil ich mich das letzte Mal so erschreckt habe. So, was will uns dieser Ort erzählen? Orte haben ja meistens Geschichten, die sie verbergen. Was will uns dieser Ort hier erzählen? Ist das hier ein Rundweg? Oh, okay. Noch eine neue Stelle. Ich glaube, das Level wird sehr groß. Habe ich gerade so ein Gefühl.
Wo führt das hin? Zu einem Schalter. Ah, das ist das Verbindungsstück. Sehr gut. Ah ja. Interessant. Das heißt, diesen Komplex hier, das können wir uns alles später nochmal in Ruhe anschauen. Jetzt will ich nur nochmal hier gucken, dass wir da nichts übersehen haben. Da muss auch ein Schlüssel rein. Das heißt, wir brauchen einen zweiten Schlüssel. Und man kann anscheinend hier irgendwie hoch. Das sieht irgendwie von der Höhe anders aus, aber da kommen wir nicht hoch. Aber hier drüber vielleicht. Nee, das ist zu hoch. Das geht nicht. Von hier wird's schwierig. Aber vielleicht ist das auch mal ein Weg, wo man zurückkommt. Auf jeden Fall sollten wir das mal im Hinterkopf behalten. Ich meine, hier kann man nochmal drauf. Und dann dahin. Also, das kann doch gehen. Das kann gehen. Da kommt man nämlich doch da hoch. Sehr interessant. Ah ja, ein bisschen weiter rechts, weil das ist niedriger. Können wir einen Ticken weiter springen. Boah, wirklich auch nur einen Ticken, habe ich so das Gefühl. Von so weit oben wie möglich, so weit rechts wie möglich. Ach ja, okay. Und dann darüber. Und mit Sicherheit warten da die goldenen Münzen auf uns. Oder die goldenen Barren. Das war jetzt echtes Denglisch, ich weiß. Aber was soll's. Jetzt wissen, was da ist. Ach. Okay, da kommt man auch hier rüber. Aber irgendwie auf eine andere Seite. Oder nee, da kann man doch einfach rüberlaufen. Ey, das ist ja witzlos. Oder wo kann man von da oben noch hin? Ach, da drauf kann man. Okay, wir probieren das jetzt nochmal aus. Ich habe auch ein Heini gehört. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal testen, was passiert, wenn man von hier auf diesen Baum springt. Ah ja, da kann man nämlich dann darüber. Aber vielleicht ist das auch wirklich für später interessant, wenn wir uns dann diese Stelle anschauen. Aber kann irgendwie da hoch. Und darüber und so. Kann man den von hier schon töten? Jetzt bräuchte ich mir die M16, die kann nämlich weiterschießen. Ja, das probieren wir dann später mal aus. Also wir wissen ja jetzt, wie es geht. Da kommen wir auf jeden Fall später drauf zurück. Ich will nicht nur zu viele Stellen auf einmal anfangen, weil mich das dann am Ende wieder sehr, sehr stark verwirrt. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Deswegen... Ach so, ich dachte gerade, da kommt ein Gegner, den wir abknallen müssen. Aber es ist ja nur ein Mönchsfreund. Da liegt auch nichts drauf, ne? Nur mal abchecken, nicht, dass wir hier wichtige Dinge übersehen. Über die wir uns dann ärgern, wenn wir sie am Ende nicht haben. Ich wollte jetzt einfach zum Folgenabschluss nochmal in diese Richtung gehen. Ob das jetzt ein Rundgang ist oder wo auch immer das jetzt hinführt. Das interessiert mich jetzt auf jeden Fall nochmal. Wie ist das ein sehr interessanter Gang? Oh, schön. Nein, Lara. Das sind unsere Freunde. Huiuiui. Okay, sehr schön. Und vor allem meine Lieblingsmusik. So. Oh, hier ist das Gold jetzt anders gelöst. Habt ihr es gesehen? Ja, ich habe jetzt bewusst geladen, weil ich dachte, wir machen dann doch erstmal an dieser Stelle hier weiter. Weil es für mich jetzt einfach mehr Sinn macht.
Weil das sind einfach alles große Stellen und wahrscheinlich findet man überall am Ende einen Diamanten, den man einsetzen muss. Wir speichern jetzt gerade mal auf einer anderen Stelle. Einfach, um das hier unten uns nochmal anzuschauen. Und dann wechseln wir auf jeden Fall auch die Seite nach drüben. Dann fangen wir nämlich hier an und die anderen zwei Wege, die schauen wir uns dann so nach und nach an. Aber es ist ja mal erstmal wichtig, das alles sich anzuschauen, um einen kleinen Gesamtüberblick zu bekommen. So, das scheint hier eine Strömung zu sein. Genau, dann landet man nämlich wieder hier. Und dann hat man sozusagen den Rückweg, wenn man hier durch die Strömung angesaugt wurde und hier gestrandet ist, dass man da wieder rauskommt. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das ist gut. Das heißt, da kann uns schon mal nichts passieren. So, den Heini. Den killen wir dann, wenn wir drüben sind. Gucken jetzt hier nochmal, was passiert, wenn man auf den hier rüber springt. Dann kommt man doch auch darüber. Stirb, stirb, stirb. Yes. Und hier haben wir jetzt schöne Munition, die sich so klassisch mitdreht. Und es erinnert mich irgendwie an die große Mauer, ein bisschen, wo diese Kisten stehen mit dem Laptop, wo Marco Bartoli als Aufenthaltsort dann bekannt gegeben wurde. So, und da kommen wir nicht hoch. Aber es ist auch wieder schön gemacht mit diesem Lagerfeuer, diesen Steinen, die da drum liegen. Das mag ich irgendwie voll. Das finde ich so schöne Details für Tomb Raider 2, die echt niedlich gemacht sind. Gefällt mir. Wieso liegen hier überall Koffer rum? Sind das Koffer voller Gold oder voller Geld? Ich weiß es nicht. Auf den Baum könnte man theoretisch auch drauf, aber das kann von drüben oder von oben alles gehen. Jetzt gucken wir nur erstmal hier unten, bevor wir das alles von oben uns anschauen. Da geht es nämlich auch lang. Und da kommt man dann da oben rein. Also wir müssen wirklich einmal... Ach, das könnte sogar so gehen. Aber da fehlt ein bisschen was, ne? Weiß nicht, kann man davon... Nee, von hier dann eher nicht, oder? Doch, hier. Da. Muss man uns dann nochmal angucken. Was ist hier hinter der Hütte? Hops. Eine Sackgasse. Okay. So, die Kisten sind ein bisschen sperrig. Hier ist Wasser. Sehe ich das richtig? Nee. Es schimmert aber irgendwie. Und da gucken wir jetzt mal hin. Ah, da ist flüssiges Gold. Deswegen schimmert das. Uff. Okay. Alles klar. Jo, da müssen wir jetzt, Hilfe. Ich habe Angst, dass schlimme Dinge mit uns passieren, wie das hier zum Beispiel. Okay, in die Richtung haben wir einfach Platz. Das heißt, da kann das Ding hinrollen und dann sind wir safe. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir da irgendwie rechtzeitig durchkommen. Da ist es ja schon. Oh mein Gott. Oh, das ist ja böse. Das ist echt böse. Okay, wir lassen das Ding nochmal ein bisschen rollen. Ja, da kommt es nämlich jetzt zurück. Wir brauchen nämlich dafür Zeit. Wir brauchen viel Zeit dafür. So viel wie geht. Um da wenigstens halbwegs irgendwie unverletzt rüberzukommen. Oh, das hätte jetzt klappen müssen. Gut. Wir müssen warten, bis das Ding durch ist. So, jetzt speichern und dann immer... Dann müssen wir nämlich nicht immer warten. Das ist gut so. Dann kriegen wir das hin. So, das Ding ist durch.
Da ist sogar noch hier ein kleines Loch in der Ecke. Guck mal, da kann man sogar hin. Aber da ist nichts. Gut. Dann hier rüber. Ups. Ist das jetzt so ein Hin- und Her-Hops-Ding oder kann man da stehen? Ah, da konnte man gerade stehen. Ah ja. Und wir hätten fast Leben verloren. In den Spießen hier. Okidoki. Ach, ich finde das so schön. Ich liebe diese Goldtextur. Ich muss es an der Stelle nochmal sagen. Es ist aber einfach so schön hell. Und es wirkt so warm irgendwie und friedlich. Ich mag's. So, guck, dass wir irgendwie halbwegs da schadfrei drüber kommen. Sogar sehr gut. Bin begeistert. Überrascht von mir selbst. Aha. Ah, und dann haben wir da einen Schalter und das öffnet vielleicht dann die Tür und so weiter. Okay. Ich merke gerade, dass wir irgendwie mehr als eine Doppelfolge, aber wenn wir hier das alles in zwei Folgen schaffen wollen, dann müssen wir halt auch ein bisschen Gas geben, ne? Weil so ein Test-Let's Play, ich glaube, dieses Level von Sascha, was wir spielen werden, dieses Tomb Raider 2 Test-Level, wird sich zu viel verraten, kann ich auch noch nicht, weil ich weiß noch nicht viel. Das hat, glaube ich, 12 bis 14 Level, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall wird es ja auch irgendwann veröffentlicht werden und das heißt, wir müssen uns dann echt ein bisschen dran halten. Wir müssen uns jetzt nicht stressen, aber wir müssen uns auf jeden Fall dran halten, dass wir das schnellstmöglich über die Bühne kriegen und zumindest eine Stunde in der Woche spielen. Also Plan ist, dass wir War of the Worlds auf jeden Fall weiterspielen, montags und mittwochs. Und freitags und sonntags, samstags, nicht sonntags, halt wie immer, zwei Folgen von diesem Let's Test kommen, aber jeweils eine halbe Stunde statt eine ganz, Viertelstunde. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Also, geplant ist, nach diesem Let's Play hier, wenn wir das geschafft und abgeschlossen haben, ich hoffe, dass das jetzt keine Zeithöhe ist, montags Viertelstunde War of the Worlds, mittwochs Viertelstunde War of the Worlds, heute tot, Lara tot und so, freitags halbe Stunde Let's Test und auch samstags halbe Stunde Let's Test. Das ist der Plan. Nur zur Info. So, wie kommt man da jetzt am besten rüber? Das ist zu weit und aus dem Stand ist zu kurz. So. Und jetzt weiß ich es nicht, was man am besten macht. Weil da greift sie sich nämlich nicht hin. Aber ich habe eine Idee. Und zwar können wir vielleicht so springen. Nee, das geht nicht. Okay, schade. Schade, schade. Da müssen wir in eine Kurve springen, damit das geht. Ja, dann geht's nämlich. So, und speichern. Und dann kommen wir von hier auf die Mitte wahrscheinlich. Um von der Mitte wieder zurückzukommen. Ist das der Plan? Könnte sein, oder? Macht auf jeden Fall irgendwie Sinn, finde ich. Und dann halt so ein bisschen auf die Ecke springen, dass wir da gut drauf landen. Das wäre das Ziel. Aber viel fehlt halt wirklich nicht, ne? Viel fehlt da nicht. Oh, verdammt. Ups. Ah, das geht aber. Oder machen wir es gerade zu schwierig und können einfach hier geradeaus runter. Das geht halt auch einfach, ne? Aber wofür ist das dann in der Mitte dann da? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Mit dem habe ich jetzt gerade nicht gerechnet, obwohl ich ihn die ganze Zeit gehört habe und auch schon Angst vor ihm habe. Trotzdem nicht mitgerechnet. Und der kann natürlich wieder völlig startfrei durch diese Klingen rennen. Das ist mal wieder unfair. Echt gemein. Und wir nicht, wie ihr seht. Es hat vorhin besser geklappt.
Muss ich ja jetzt wirklich mal sagen. Okidoki, dann ist jetzt die Tür hier offen. Ja, das war jetzt eigentlich nicht geplant, aber da können wir wenigstens hinten dran vorbeilaufen. Schlimm ist es jetzt, glaube ich, nicht. Okay. Will aber gerade mal was ausprobieren. Das lässt mir gerade keine Ruhe. Eins müssen wir nochmal probieren. Lass uns halt das nochmal machen. Ich will ja nur was testen. Und zwar... Nee, da ist nichts. Wo die Wand reinfährt, dass man da hätte irgendwo hin können oder so. Aber da war nichts. Alles klar. Das heißt, wir können jetzt hier weitergehen. Unverletzt. Deswegen habe ich geladen. Ah ja, jetzt kann man vielleicht auf die Ecke irgendwie draufspringen und dann da hochklettern. Das kann doch gehen, da kann sie bestimmt irgendwie stehen. Probieren wir es nochmal. Obwohl, es ist ein bisschen... Ah, okay, so kann man es natürlich auch machen. So war es jetzt nicht geplant, aber es hat sich gerade irgendwie so ergeben, würde ich mal sagen. So, und dann irgendwie darüber... Also die Sprünge sind echt tricky, muss ich sagen. Und dann öffnet sich auf dem Dach eine Tür. Also da müssen wir dann wohl auf jeden Fall mal drauf. Was das andere Dach bringt, das habe ich immer noch nicht verstanden. Man muss ja auch nicht immer alles verstehen. So, wie kommen wir jetzt von hier oben wieder weg? Weiß nicht. Doch irgendwie so, oder? Auf die Mitte müssen wir, glaube ich, zurück. Sonst gibt es da keinen Weg. Hm. Ich meine, man kann hier auch so rumhopsen, aber... Da kommen wir ja auch nicht an die Leiter, weil wir nämlich spätestens jetzt gleich in der Lava landen. Yes. Oder man muss tatsächlich auf dieser Seite runter... Man kann hier stehen. Nein, kann man nicht. Hätte ja sein können. Hm. Das ist natürlich eine fiese Stelle hier. Also wir müssen wirklich irgendwie da drauf kommen. Oder? Oder? Irgendwie das hier überspringen, um da drüben zu landen. Das kann auch gehen. Ja, genau, dass man dann auf dieser Rampe landet. Das wäre jetzt mein Ziel. Also viel hat da jetzt auf jeden Fall nicht gefehlt. Und wir sind ja fast drauf gelandet. Habt ihr es gesehen? Wahrscheinlich gibt es auch eine einfachere Möglichkeit. Ach, dann kann man nämlich doch da drauf landen. Geht. Sonst wären wir nochmal außenrum irgendwie, aber... Aua. Das sind schon sehr fiese Stellen hier dabei. Also das muss ich wirklich sagen. Aber ich mag diese Herausforderung. Ich find's gut. Wir schaffen das auch irgendwie. Challenge ist nur diesmal innerhalb von 2 Folgen. Deswegen habe ich mir so gedacht, ach komm, machst du einfach mal eine Stundenfolge. Und mal gucken, was die nächste dann so hergibt. Ob wir dann 2 Stunden spielen, ich weiß nicht, wie lang dieses Level ist. Es wird auf jeden Fall garantiert lang. Das habe ich im Gefühl. Aber in 5 Minuten unterbrechen wir erstmal die erste Folge und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Jetzt wird es auf jeden Fall erstmal dunkel hier oben. Sehr dunkel. So. Okay. Hier ist eine Wandmalerei. So, und wo führt uns dieser Gang jetzt hin? Ach, das ist die Stelle jetzt hier. Da wollte ich doch hin. So, jetzt erstmal der. Jetzt sind wir nämlich hier oben gelandet. Sehr interessant.
Das ist einfach der Rückweg jetzt, oder? Probieren jetzt mal da drüben zu landen. Das geht auf jeden Fall nicht. Und aber da auch nicht, denke ich. Wir probieren es gerade noch mal. Nee. Aber das schaffen wir ja auch von der anderen Seite, von oben. Also wir von oben da lang springen. So, jetzt haben wir aber irgendwo eine Tür geöffnet. Die Frage ist halt jetzt noch wo, ne? Aber ich glaube, dass das sich vielleicht löst, dass hier oben drauf die Tür ist. Kann das sein oder ist das in einem anderen Bereich gewesen? Das ist jetzt nämlich die gute Frage. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erst nochmal oben rum. Also laufen wir jetzt hier nochmal rum. Das kennen wir ja jetzt schon vom letzten Mal. So, diese Stelle hier. Ich mache nochmal eine Fackel an, weil hier ist es wieder dunkler. Ja, es ist nicht immer hell, aber wo Gold ist, ist zumindest hell. Und das finde ich schön. Das nochmal sozusagen auch dieses Spiel aus... Wechselspiel aus Helligkeit und Dunkelheit. Dunkelkeit. Naja. Da freut man sich auf jeden Fall immer auf die hellen Stellen. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze, was wir uns von unten und innen angeschaut haben, nochmal von oben und außen an. So ein bisschen hatten wir es ja schon mal, haben aber dann gesagt, ach, es macht Sinn, das einfach später nochmal zu machen, nachdem wir unten waren. Ich glaube, es war jetzt im Nachhinein auch gut so von der Reihenfolge. Und es passt irgendwie. So, dann nehme ich so. Dann können wir hier drüben drauf. Ist jetzt alles nichts Unbekanntes. Ein bisschen weiter rechts, dass wir auch nicht abrutschen. So. Dann nutzen wir wieder den Wasserfall, um darüber zu kommen. Und haben tatsächlich hier die Tür. Jetzt müssen wir nur halt gucken, dass wir da sinnvoller irgendwie drauf landen. Das wäre nochmal ein Ziel. Aber das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Gut, also das klappt von der Seite anscheinend nicht so gut. Probieren es jetzt trotzdem nochmal. Weil meiner Meinung nach muss es irgendwie gehen. Weil sonst macht hier alles keinen Sinn. Aber sie macht's nicht. Aber es liegt vielleicht dran, weil sie sich vorher ein bisschen an der Wand abstößt und da abgeleitet wird. Okay, das war jetzt ganz schlecht. Nee, macht sie nicht. Aber es muss. Es muss, es muss, es muss. So weit oben, so weit unten wie möglich. Wie eben auch. Vielleicht wirklich nochmal einen Ticken höher. Dass es dann macht. An der Fackel kann es nicht liegen. Sag ich jetzt einfach mal. Nee, will sie nicht. Aber. Anders macht es hier keinen Sinn. Es muss gehen. Ich bin jetzt einfach sämtliche Sprungkombinationen aus. Und eine davon muss irgendwie gehen. Es ist einfach so. So will es das Gesetz. Das Tomb Raider Gesetz. Der Sprung ist auf jeden Fall nicht schön. Ansonsten müssen wir uns irgendwie mit dem Cornerback da hochbacken. Ich bin jetzt doch mal ohne Fackel. Vielleicht ist es doch irgendwie der Punkt, wo es hängt. Was aber eigentlich nicht sein kann. Nee, es liegt nicht an der Fackel. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, was ist jetzt hier mit dieser Stelle los? Warum funktioniert das nicht? Der Sprung muss doch gehen. Oder bin ich jetzt irgendwie blöd? Der Sprung muss gehen.
Nee, es ist irgendwie verhext. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ist das doch hier mal ein guter Cut. Ich übe das hier mal und zeige euch in der nächsten Folge, wie man da rüberkommt. Kann ja nicht wahr sein. Also ich probiere das jetzt mal. Wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.